Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Foundation-Test für dich und zwar geht es um sehr viele verschiedene High-End-Foundations. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe dieses Format ja auch schon mit Drogerie-Foundations gedreht, das kann ich dir mal im i verlinken. Und da wurde ich jetzt drum gebeten, ob ich das nicht vielleicht auch für High-End-Foundations machen kann. Wow, das ist natürlich jetzt eine Preisfrage, ne? Ihr werdet es gleich auch selber sehen, wie viel ich dann immer pro Foundation ausgegeben habe, denn ich blende euch natürlich auch die Preise ein. Und ja, heute möchte ich gerne mit zwei Foundations starten. Und zwar habe ich einmal hier von Guerlain Paris Terracotta Le Teint Healthy Glow Natural Perfection Foundation 24 Stunden Wear No Transfer und die wird auf dieser Seite aufgetragen. Die restlichen Produkte, die ich übrigens als Primer verwende oder auch als darüber und so weiter, sind Sachen zum Beispiel aus meinem Project Pen. Und ja, dann haben die Foundations auch Chancengleichheit. Ich habe sie in der Farbe 1N Neutral und ja, optisch schaut sie einmal so aus. Eine Milchglasverpackung und hat einen Pumper. Meistens sind die Guerlain Foundations auch immer sehr stark parfümiert. Ich habe mir jetzt mal zwei Pumper aufgegeben, das wird ein bisschen viel sein. Könnte farblich tatsächlich sehr, sehr gut funktionieren. Ja, wir haben Parfümstoffe drin. Wow! Vielleicht noch ein ganz kleines bisschen zu dunkel für mich. Lässt sich aber wirklich schön verteilen. Da brauche ich jetzt gerade nicht viel Aufwand reinstecken. Ich gehe trotzdem nochmal mit einem angefeuchteten Schwämmchen drüber, um das in die Haut etwas besser einzuarbeiten. Wobei ich das eigentlich nicht gemusst hätte, ne? Das ist schon krass. Ich persönlich finde die ein bisschen zu gelblich für mich. Also im Real-Life-Spiegel vor mir sehe ich, dass die etwas gelblich aussieht. Aber ich glaube, im Display kommt die sehr, sehr gut rüber. Auf der anderen Seite verwende ich von Smashbox die Studio Skin 24-Hour Hydra Foundation Oil-Free. Und ich habe sie in der Farbe 1.1. Ja, Skin Tone Fair Light Undertone Neutral. Also schon sehr ähnliche Farben ausgewählt. Die sieht aber dunkel aus. Die hat eine ganz normal glatte Glasverpackung, fühlt sich sehr, sehr schwer an. Deutlich überhaupt nicht flüssig, also deutlich fester als die von Guerlain. Mit einem leicht cremigen, leicht blumigen Duft tatsächlich. Pinsel wird ein bisschen sauber gemacht und dann nehme ich nämlich den gleichen Pinsel wieder für diese Seite. Ja, die ist etwas dunkel, aber verbindet sich farblich doch ganz gut mit der Haut. Das kann ich jetzt gerade nicht anders sagen. Und auch hier nehme ich mir mein Schwämmchen, um die Foundation noch etwas besser in die Haut einzuarbeiten. Aber auch hier hätte ich eigentlich kein Schwämmchen gebraucht, weil die sich wirklich super schön mit der Haut verbunden hat. Und wenn ich sie jetzt so beide betrachte, haben wir tatsächlich auch sehr ähnliche Farbgebungen im Gesicht. Also beide sind ein Müh zu dunkel für mich. Haben auch beide eine sehr vergleichbare Deckkraft, wobei die von Smashbox eine etwas höhere Deckkraft zu haben scheint. Also da werden hier zum Beispiel Sommersprossen etwas besser abgedeckt. Hier scheinen noch ein bisschen Rötungen durch. Die Muttermale scheinen noch ein bisschen intensiver durch. Aber beide harmonieren wirklich mega mit meiner Haut. Und also du siehst nicht, dass da... Also man sieht halt nicht so, dass da eine Lage drauf ist, ne? Wir haben hier einen schönen Glow auf dieser Seite. Auf dieser Seite auch, aber subtiler würde ich sagen. Wobei, also da ist schon Glow, aber nicht so intensiv wie von der Guerlain-Seite. Mag ich beide richtig gerne leiden, ne? Also das fühlt sich auch angenehm auf der Haut an, weil man nicht gar, also man hat gar nicht so das Gefühl, als würde man Foundation auf dem Gesicht haben. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das Ganze dann auch mit den anderen Produkten verhält. Denn in der Regel trage ich ja noch ein bisschen was drüber und nicht nur die Foundation pur auf dem Gesicht. Ich habe jetzt einen Boom-Look noch in mein Gesicht gezaubert und da habe ich von Anastasia Beverly Hills die Jackie Einer Palette oder Einer Palette verwendet. Mega, ne? NYX Glitter Glow ist da natürlich auch noch mit am Start. Kann ich wirklich, also NYX Glitter Glow verwende ich ständig. Auf jeden Fall habe ich mir dann auch beim Schminken so mein Gesicht etwas intensiver angucken können. Und ich muss wirklich sagen, beide Foundations sitzen so, so gut auf meiner Haut. Und eigentlich sind die beide perfekt. Also ich weiß gar nicht, was hier noch im Video weiterkommen soll. Egal. Aber einen Müh besser sitzt die Guerlain. Aber auch nur ein Müh. Genau. Ja, ansonsten gefällt mir das enorm, was ich im Gesicht habe. Ich finde es mega krass. Muss nur noch ein bisschen bräuner werden, damit es auch ein bisschen technisch besser passt. Ne? Aber die beiden sind richtig große Empfehlungen.
Und weiter geht die wilde Reise mit diesen beiden Schätzeleins. Da habe ich jetzt hier die Laura Mercier Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Habe ich mir bestellt in der Farbe 1N2 Vanille. Die kommt jetzt auf diese Gesichtsseite. Hier haben wir Milchglas und es ist auch wirklich Glas. Sehr, sehr hübsch. Und ein Pumper. Die ist relativ flüssig und sieht farblich auch ganz ansprechend aus. Oh, ich möchte mal wieder mein IT Cosmetics Herzchenpinsel nehmen und trage mir damit die Foundation auf, die sehr leicht auf der Haut ist und farblich auch ganz gut aussieht. Ich würde sagen, die ist auch so ein bisschen ölig. Die hat eine ganz leichte Beduftung, aber ich kann gar nicht genau sagen, wonach. Also ich würde sagen, die riecht nach Foundation, aber nicht penetrant oder so. Und dann nehme ich mir meinen Freund das Schwämmchen zu Hilfe, um das Ganze nochmal etwas besser in die Haut einzuarbeiten. Und das sieht richtig gut aus. Wow, also jetzt habe ich auch noch einen Glow drauf. Mal gucken, ob der auch so bleibt. Es sieht sehr schön ebenmäßig aus. Mag ich wirklich gerne leiden. Aber jetzt machen wir auch die andere Seite. Die kommt aber mit einer anderen Foundation. Und zwar habe ich hier die Yves Saint Laurent All Hours Foundation. Die soll Luminous Matt sein mit Lichtschutzfaktor 39, läuft bei ihr. Und ich habe die Farbe LC3. Eine sehr, sehr schöne Umverpackung, wie ich finde. Auch hier haben wir ein Milchglas und auch einen Punktspender. Oh, die Farbe sieht auch gut aus, ist aber relativ dickflüssig. Ja, das könnte farblich sogar noch ein bisschen passen, ein bisschen besser passen, weil ich bin ja auch eigentlich eher cool als neutral, aber manchmal denke ich mir, vielleicht bin ich doch neutral und nicht cool vom Unterton her. Es ist schwierig. Online-Foundations auszusuchen ist eh immer so eine Sache, ne? Aber dafür bin ich ja auch hier, um euch zu zeigen, welche Farben ich so verwende und inwiefern sie passen. Das ist übrigens mega parfümiert, riecht aber angenehm frisch, nach frisch gewaschener Wäsche. Und hier haben wir definitiv eine höhere Deckkraft als auf der Laura Mercier Seite. Und auch diese Seite wird natürlich mit dem Schwämmchen eingearbeitet. Naja, was heißt natürlich, ne? Ich mache das halt ganz gerne, weil ich das einfach nochmal als Finish ein bisschen schöner bei mir finde. Das ist schon krass, muss ich wirklich sagen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass jetzt nach dem, was gestern gewesen ist, ne, mit den anderen beiden Foundations, das Ganze nochmal getoppt werden kann, geschweige denn genauso gut sein kann, aber ich habe hier wirklich auch schon wieder zwei richtig gute Foundations in meinem Gesicht. Auch aus der Nähe betrachtet, ne, das ist schon eine ziemlich krasse Geschichte und man sieht einen extremen Unterschied von der Deckkraft. Also Laura Mercier hat eine leichte bis medium Deckkraft, da sieht man auch noch hier so ein bisschen Sommersprossen, Rötungen, Muttermale durchscheinen und bei der Yves Saint Laurent haben wir wirklich eine medium, ja, schon Medium Plus, ne? Deckkraft, das ist schon eine gute Geschichte, wenn man halt etwas mehr abdecken möchte wahrscheinlich. Und was ich halt wirklich toll finde, die ist luminous. Also ich habe hier Bewegung auch noch im Gesicht. Ich mag das Ergebnis von beiden sehr gerne leiden. Wobei ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt die Yves Saint Laurent etwas besser finde. Aber beide gefallen mir. Also mit beiden fühle ich mich wirklich wohl. Da gibt es wirklich wenig zu meckern. Also auch die matte Foundation setzt sich nicht auf irgendwelchen trockenen Stellen fest oder so. Das ist super, super, super cool. Wahnsinn. Hier ist eine Fliege im Raum. Ein dicker, fetter Brummer. Und so sieht das Ganze dann finalisiert aus. Ich habe meine Meinung auch ein bisschen geändert tatsächlich. Denn erst fand ich die Yves Saint Laurent etwas besser. Jetzt muss ich aber wirklich sagen, im Laufe der Zeit, dass mir die von Laura Mercier besser gefällt. Auch wenn ich hier die Deckkraft von Yves Saint Laurent sehr, sehr gerne leiden mag, sitzt die Laura Mercier Foundation einfach besser. So könnt ihr das jetzt nochmal aus der Nähe euch anschauen. Glowy ist das alle sowieso in meinem Gesicht, ne? Weil ich habe halt auch einen Glowy Blush und einen Highlighter und so drauf. Aber man sieht halt jetzt auch so ein bisschen das Hautbild und da gefällt mir das von Laura Mercier wirklich besser. Mal schauen, welche Plätze im Ranking die beiden Schätzeleien so belegen. Das nächste Duo bilden diese beiden Schätzeleins, die ich auch schon beide mal ausprobiert hatte, aber jetzt quasi in der Second Impression euch zeigen werde. Einmal habe ich hier von Typology, da hattet ihr mich auch darum gebeten, dass ich auch mal ein bisschen mehr von der Marke ausprobiere. Die haben gar nicht so eine super riesige Range an Make-up-Produkten, aber hier habe ich auf jeden Fall das getönte Serum in der Farbe Treclair. Das ist dieses hier. Eine ganz, ganz flüssige Konsistenz, die auf mein Gesicht möchte. Und das machen wir doch mal. Ihr habt mich auch gefragt, wie ich die Pinsel von Schickimicki finde. Also ich habe sie ja schon mal vorgestellt. Ich finde sie nach wie vor sehr, sehr gut und kann die auch wirklich nach wie vor empfehlen.
Eigentlich müsste man auch dieses Serum gar nicht wirklich mit einem Foundation Blender einarbeiten. Deswegen werde ich das wahrscheinlich auch gleich einfach mal nicht machen, weil das so einfach und schnell funktioniert. Das hatte ja Meloflori, die liebe Melli, mal auch vorgestellt. Und mittlerweile habe ich auch schon Videos gesehen von Maxim zum Beispiel. Und das funktioniert so schnell, das ist für den Alltag total super geeignet. Perfektioniert so ein bisschen, hinterlässt auch einen leichten Glow, aber die Haut sieht wie Haut aus. Und das ist wirklich eine ganz schöne Sache. Und es ist haltbar, das kann ich jetzt auch schon sagen. Wohingegen ich bei der MAC Foundation bzw. MAC Studio Fix Everywhere All Over Face Pen Sache kurz davor war, sie auszusortieren, weil ich eigentlich gar nicht so super angetan bin davon. Aber wir schauen mal, vielleicht ist es heute ja ganz toll. NC13 ist hier die Farbe und die Konsistenz ist auf jeden Fall etwas dickflüssiger. Auch hier mit dem Pinsel einmal einarbeiten. An der Farbauswahl bin ich hier selber schuld, denn ich habe es vercheckt, dass bei MAC das Ganze ja immer andersrum ist. Also NC steht nicht für Neutral Cool, sondern soll quasi Neutral Cool ausgleichen. Also ist genau andersrum. Ich hätte NW13 nehmen müssen. Mein Ohrläppchen ist einfach vollkommen los. Das ist einfach nur rot. Oh, das war die Schuld. Also jetzt in der zweiten Anwendung gefällt mir die MAC-Geschichte gar nicht mal so schlecht. Wir sehen aber aus der Nähe, dass wir da nicht so eine super Verbindung zu der Haut haben, weswegen ich das einfach ganz gerne mal mit dem Schwämmchen einarbeite. Dann sieht es auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Hier bei der Nase ist irgendwie auch so eine Lost-Situation. Oh, was ist da los? Ich glaube, man sieht eigentlich auch ganz gut, was ich meine, ne? Also wir haben hier auch auf der MAC-Seite einen schönen Glow und die Foundation sieht auch, ich denke, aus der Entfernung recht gut aus. Aber von der Nähe finde ich sie bei weitem nicht so gut wie die von Typology, wobei die von Typology natürlich viel weniger Deckkraft hat. Aber auch bei den anderen Foundations, die ich hier schon bislang euch gezeigt habe, ist das ein bisschen besser gewesen, ne? Naja, also so schaut es aus der Nähe aus. Überzeugt mich immer noch nicht so ganz. Dann wollen wir mal beiden Seiten auch die Möglichkeit geben, in einem Fullface zu brillieren. Also ich muss wirklich jetzt sagen, MAC hat es jetzt doch geschafft, bei mir zu bleiben, auch wenn das nicht meine liebste Foundation wird, ne? Ich finde, dass beide Seiten gut geworden sind. Für MAC muss ich noch ein bisschen mehr in die Sonne gehen. Ihr fragt mich sehr häufig, was ich auf den Lippen trage. Das ist jetzt aktuell von Essence, der Lip Liner, 8 Stunden. Ich glaube, den gibt es so nicht mehr. In der Farbe 05 Mood, ist sehr, sehr gut. Und darüber habe ich mir hier von Maxime Giacomo mit Catrice zusammen diesen Lip Glaze gegeben. Das macht halt alles wirklich nochmal ein bisschen schöner und den habe ich auch immer meinem Project Pan drin. Schmuck habe ich jetzt noch nicht um, das mache ich gleich, wenn ich nach unten gehe. Und mir gefällt jetzt tatsächlich sehr, sehr gut, wie die beiden Foundations auch so im Fullface aussehen. Huch, ich bin auf meinen Rock gefahren. Den muss ich mal eben kurz hochklappen. ja, und jetzt auch aus der Nähe muss man sagen, dass die MAC Foundation sich gut mit der Haut verbunden hat. Die Nase ist nach wie vor eine etwas schwierige Geschichte. Gerade hier so, da habe ich auch so eine kleine Unreinheit. Da hat sich das drum herum gesetzt. Es sieht echt nicht schön aus, muss ich sagen, ne? Aber ansonsten auf dem Gesicht hat sich das gut verbunden mit allen Produkten, die ich noch weiter darüber gegeben habe. Auch mit dem Primer hat sich das gut jetzt mit der Haut auch verbunden, ne? Es sieht schön aus. Doch, kann man nicht anders sagen. Nebenan baut mein Freund eine Küche auf. Schön. Ja, und hier die Typology-Seite, sowieso eine ganz tolle, natürliche Sache. Wenn man halt dieses Natürliche mag, ich weiß, dass viele das nicht mögen, aber jetzt so Richtung Sommer ist es eine schöne, leichte Foundation. So viel zu diesen beiden Schätzeleins. Heute scheint hier die Sonne und da möchte ich meiner Haut auch ein bisschen Glow geben. Da habe ich diese beiden. Die Tarte Maracuja Juicy Glow Foundation habe ich hier in der Farbe 12N Fair Neutral und die habe ich auch schon mal mit euch zusammen verwendet. Es ist quasi eine Second Impression. Die kommt halt in der Tube und ist auch relativ fest. Und das ist ein Produkt, was man im Prinzip auch ja als Foundation-Ersatz tragen kann, auch ohne weitere Produkte oder so, halt so im Alltag, ne? Weil das ist ähnlich wie bei der Typology Foundation etwas mit einer sehr, sehr leichten, fast nicht vorhandenen Deckkraft. Also wenn man sich das auch anguckt, man sieht nicht wirklich, dass da groß was im Gesicht ist, aber es macht eine leichte Perfektionierung und es gibt vor allem auch Glow. Das muss man halt überhaupt nicht mit dem Schwämmchen einarbeiten, weil sich das so halt schön verteilen lassen hat. Und ich würde sagen, das ist so ein ja leichter Dupe von dem Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury, weil das ist halt sehr, sehr leicht. Du hast ja auch überhaupt nicht so den Glitzer wie bei dem
Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Es ist halt einfach nur Glow und Juicy, wie der Name ja schon sagt. Und auf die andere Seite packe ich mir von Clinique die Even Better Glow Light Reflecting Make-up Geschichte mit Lichtschutzfaktor 15. Ich habe einen Lichtschutzfaktor drunter natürlich. CN10 Alabaster ist die Farbe, die ich hier gewählt habe. Auch das hat so eine Quetschtube und das scheint etwas flüssiger zu sein. Jo, denn das will hier schon direkt raus. Wow. Auch hier haben wir eine sehr leichte Konsistenz und eine sehr leichte Deckkraft, aber die Deckkraft ist definitiv höher als auf der Seite von dem Tarte-Produkt. Ist aber sehr vergleichbar. Aber hier haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Pigmente drin. Das sieht man gleich auch aus der Nähe. Beide Foundations machen, dass ich wirklich einen richtig intensiven Glow ins Gesicht bekomme, was ich persönlich super gerne mag, ne? Und es lässt mein Gesicht gesund und super gepflegt aussehen. Dadurch, dass wir bei beiden auch nur eine sehr leichte Deckkraft haben, ist die Gefahr auch relativ gering, dass sich das irgendwo absetzt. Und ich finde, das sieht soweit so gut aus. Ein paar Pinselstriche sehe ich noch auf beiden Seiten, die aber auch gleich dadurch, dass ich weitere Produkte auftrage, weitestgehend verschwinden werden. Und oh mein Gott, sieht mein Gesicht jetzt gesund aus. Ich mag das richtig gerne leiden. Hier wird jetzt nochmal in das Gesicht etwas mehr Farbe kommen. Und wenn man dann das ganze Gesicht geschminkt hat, dann sieht das Ganze noch glowiger aus. Wahnsinn. Ja gut, ich habe auch Highlighter verwendet. Ich habe erst gedacht, nehme ich mal nicht meine Finishing-Palette von Hourglass. Doch, die habe ich auch verwendet. Was sieht man auch? Dann habe ich auch noch einen Blush ausprobiert, der sehr glowy war. Ein bisschen zu glowy sogar tatsächlich. Ja, also ich finde, dass meine Haut richtig frisch aussieht. Und das Krasse ist einfach, dass ich gar nicht so krass geschminkt aussehe. Also es sieht nicht speckig aus, es sieht nicht, es ist kurz vor, es könnte zu speckig aussehen. Doch schon, ja, tatsächlich schon. Also dass es zu fettig aussehen könnte. Ja, natürlich tut auch die Lidschattenpalette, die ich aufgetragen habe, dazu einen Teil beitragen. Sie tut es nicht, sie trägt dazu einen Teil bei. Das ist hier von By Beauty Bay, die mit Niki Tutorials. Auf jeden Fall sehen wir jetzt hier auch meine Haut. Sehen auch die, ne, wie die Foundations zusammen mit den anderen Produkten funktioniert haben. Und das sieht einfach mega aus. Ich finde das einfach großartig. Ich finde, das sieht richtig, richtig schön aus, wenn man es mag, dass die Haut halt wirklich auch noch so durchscheint. Ne? Das ist halt auch immer so eine Sache. Aber es sieht richtig toll aus. Hier an der Nase hat es sich auf beiden Seiten ein bisschen abgesetzt. Sieht man das da unter der Nase? Da? Wie heißt das Ding? Nasenflügel, unter dem Nasenflügel. Ihr seht auch wirklich den klasse, krasse, mega Glow. Aber das ist ja auch genau das, was die beiden Foundations versprechen. Also die tragen den Glow ja schon im Namen. Jetzt verwende ich die letzten beiden Foundations. Und zwar habe ich diese beiden hier. Einmal von Iconic, die Super Smoother Blurring Skin Tint Foundation. Ja, das ist in der Farbe Cool Light. Soll man vorher gut schütteln. Kommt in so einer Quetschtube und ich denke, die wird dann auch recht flüssig sein. Jo, definitiv. Wobei nicht so flüssig, wie ich dachte. Und vor allem nicht so hell, wie ich dachte. Ups, die ist ein bisschen dunkel, ne? Wenn ich sie nur leicht auftrage, geht das auf jeden Fall klar. Ich habe meinen Haarreifen vergessen. Was ist das denn hier heute? Aber dann wird sie halt auch nicht so ebenmäßig, wie ich sie gerne hätte. Das heißt, ich muss da ein bisschen nachlegen. Was natürlich auch dann bedeutet, das wird ein bisschen dunkler auf dieser Gesichtshälfte werden. Das sieht schon mal soweit so gut aus, muss ich sagen. Also hat sich auch gut mit der Haut verbunden. Muss ich jetzt eigentlich gar nicht so wirklich mit einem Schwämmchen einarbeiten. Weil auch hier haben wir wieder eine Geschichte, die sich sehr gut mit der Haut verbindet. Auf die andere Seite kommt von Kes Berlin die CC Cream mit Lichtschutzfaktor 30. Also Color Correcting Skin Tint. Farbe ist Light. Ich glaube, da gab es gar nicht so super viele verschiedene Farben. Oh, das ist zum Pumpen. Holla die Waldfee. Okay, ich glaube da... Oh. Oh, okay. Das ist halt wirklich so Hautton anpassend. Sowas ist ja immer ein bisschen... Okay, mit Vorsicht zu genießen. Da muss ich schauen, dass ich dann auch wirklich meine Farbe bekomme. Mal gucken, ob ich das auch mit dem Pinsel hinbekomme. Schwierig, ne? Also das muss man dann wirklich eher mit den Fingern auftragen, denke ich. Auch das ist etwas wärmer als mein normaler Hautton und fällt dann schon auf. Gerade am Hals sieht man das ja, ne? Gefällt mir, um ehrlich zu sein, gar nicht so gut. Tja, ich schau mal, ob ich das hier mit dem Schwämmchen noch etwas besser verteilt bekomme, weil ich finde, dass es sehr fleckig aussieht. Also hier habe ich zum Beispiel dieses weiße was auch immer. Dann habe ich hier auch irgendwie einen weißen Fleck. Das ist ganz, ganz unangenehm gerade.
Die Iconic-Seite sieht wirklich schön aus. Es ist ein Hauch von, da haben wir jetzt nicht so mega Krawumm in your face, ne? Also hier unten, haben sich ein paar Krümel gebildet. Das hat sich also nicht ganz so gut mit meiner Hautpflege vertragen. Aber Leute, hier ist es noch schlimmer. Sieht man das? Hier hat sich richtig schön abgesetzt. Ein Traum. Und ne? Also das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Einfach ganz schlimm. Dann machen wir nochmal das Full Face ein bisschen fertig. Es hat sich gefangen, aber nach wie vor finde ich die Cass-Seite echt gruselig. Gruselig, gruselig. Aber ja, so kann ich auf jeden Fall Videos drehen, das Haus verlassen, wie auch immer. Und gibt dann auf jeden Fall einen klaren Verlierer dieser Foundation-Testgeschichte, muss ich echt sagen. Also so fleckig war ja keine andere. Das ist echt der Hammer überhaupt. Aber gut, ich möchte jetzt einfach mal ganz gerne mit euch zu dem Ranking des Fazit des Videos kommen und starte mit dem ersten Platz. Das ist wirklich überhaupt kein Wunder. Ne? Guerlain, Paris, Terracotta, Le Teint, das ist definitiv mein Platz 1. Absolut. Auf Platz 2 mit nur einem Mühe. Sie könnten sich fast Platz 1 teilen, die Smashbox Studio Skin 24-Hour Hydra Foundation. Oh mein Gott, die beiden sind echt wahnsinnig krass. Jetzt für den Sommer super geeignet von Typology, den Skin Tint. Wirklich eine tolle Geschichte. Danke Melo Flori, dass du ihn vorgestellt hast, denn du warst die Erste, bei der ich das gesehen habe. Laura Mercier befindet sich auf dem 4. Platz mit der Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Dann kommen wir zum 5. Platz. Das ist Clinique Even Better Glow Light Reflecting Make-up. Lichtschutz Faktor 15 lassen wir hier einfach mal vollkommen außen vor. Und jetzt kommen wir zur zweiten Hälfte des Ganzen. Da trage ich in meinem Gesicht die Iconic London Foundation oder den Iconic London Super Smoothers Blurring Skin Tint. Das ist dieser hier. Aber das ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich das Produkt schlecht finde. Dann habe ich hier auf dem 6. Platz von Tarte, ist es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Platz. Maracuja Juicy Glow. Also muss man halt für sich entscheiden, ob man das als Primer oder als Foundation haben möchte. Dann auf dem 8. Platz von Yves Saint Laurent die All Hours Foundation. Das ist einmal diese hier. Also das ist trotzdem ein Produkt, was ich super gerne verwende. Es war schwer, ein Ranking hier festzulegen. Die letzten beiden Plätze belegen dann tatsächlich, also auf dem 9. Platz, die MAC Studio Fix Everywhere, dieser Stift. Er hat mich jetzt tatsächlich durch dieses Video überzeugt, dass er bleiben darf, aber ich finde ihn jetzt nicht so überragend wie die anderen Foundations, die ihr jetzt gesehen habt. Und auf natürlich dem letzten Platz die Cass CC-Geschichte. Schade, ne? Die Cass CC-Creme in Lichtschutzfaktor 30. Es ist halt bei mir immer ein bisschen schwierig, wenn ich halt diese hauttonanpassenden Geschichten habe, weil ich super hell bin. Lässt sich nicht ändern. Und das hier ist jetzt einmal mein Foundation mit den High-End-Foundations gewesen. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht irgendwas anders seht oder ob ihr irgendeine Foundation vermisst habt. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!